Herzlich willkommen wieder zu Hurtful Chance. Mit mir, Costella. Wir hatten gerade gestoppt, wo unser Charakter fast so spät in die Schule gekommen wäre, aber ich glaube, es ist noch rechtzeitig, oder? Ja, sehr recht in die Schule. Ja, wir legen einfach weiter los, ne? Ich meine, vielleicht habt ihr die letzte Folge gesehen, da muss ich eh nichts zu sagen. Puh, ich habe noch genug Zeit. Vielen Dank an meine Lichtgeschwindigkeit schnellen Füße. Oh. Aber ich glaube, all meine Bemühungen an diesem Morgen werden umsonst gewesen sein. Denn soweit ich sehen kann, wird heute nichts Neues passieren. Schlimmer noch, unsere Lehrerin erzählt uns, wir sollen dieses ganze Mathe-Zeugs als erstes am Morgen merken. Sich Zahlenkombinationen zu merken, macht überhaupt keinen Sinn. Besonders da ich ganz genau weiß, dass Schlafen eine Notwendigkeit ist und Geometrie lernen bloß optional ist. Ich gähne im Unterricht mehrere Male. Nach einer Weile, bereits gelangweilt vom Unterricht, schaue ich gedankenlos zur Tür und ich sehe Kuhheim im Gang laufen. Was für ein perfekter Zufall. Oha, ich habe so ein Glück, ihn so früh morgens zu sehen. Er ist so ernst, während er läuft. Ja, er sieht sehr klug aus. Er sieht sogar wie mein Lieblings-Anime-Charakter aus. Was für ein Anime guckst du? Er sieht so normal durchschnittsmäßig aus. Ich wünschte, meine Augen hätten eine Kamera, die jeder seiner Bewegungen einfach einfangen würde und sie für immer behält. Ich könnte ihm Schokolade am Valentinstag geben. Besser nicht. Ich habe nicht vor, ihm meine Gefühle zu gestehen. Ich bin nur glücklich, ihn aus der Ferne zu sehen. Denn ich weiß, dass das wahre Leben anders ist als in Visual Novel und Animes. Ja, danke, dass das mal hier jemand erwähnt, außer mir. Wo beliebte Typen sich in durchschnittliche Mädchen verlieben können. Ich habe Vertrauen in mich selbst, aber ich bin auch realistisch. Also sollte ich zufrieden damit sein, ihn online zu stalken. Boah, lass das bitte, das ist so creepy. Was? Sichere Radios. Tatschutz. Menschliche Barrieren. Extra Notfallstarnschutz. Wandbarriere. Sicher Radius. Na, siehst du aber nicht sehr viel von dem, ne? Ist da nicht nur so ein winzig kleinen Strich da? Irgendwie? Naja. Weißt du, ich habe keine Probleme damit, ein Stalker von realen Typen zu sein. Ich habe damit ein Problem, dass du das bist. Und in meinem Kopf mit fiktionalen Typen auszugehen. Okay, das kann schon mal so lustig sein. Das ist alles. Es ist eine einfache Formel. Ich kann ihn genau sehen, aber er kann mich nicht sehen. Man braucht kein militärisches Spionagetraining, um das zu tun können, was ich tue. Aber die Technik ist schwer zu meistern. Jedes Mal, wenn er mir über den Weg läuft, kann ich nicht anders, als ihn anzuschauen. Aber ich stelle sicherer. Ich stelle sicher, dass ich es diskret tue. Also die lachen immer ho ho ho, also wir lachen hier ha 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 irgendwie, ne? Endlich Mittagspause. Meine Lieblingszeit in der Schule. Lieblingsunterrichtsfach, nicht wahr? Ich nehme mein Mittagsessen mit zum hinteren Bereich der Schule, weg von meinem lauten Klassenkameraden. Ich bin endlich hier an meinem Lieblingsort. Als ich meine Pausenbrotdose öffne, kommt Charlotte auf mich zu. Amy! Wow, ich kann nicht glauben, dass Charlotte mich hier immer noch finden kann. Sie rennt auf mich zu und sieht sehr aufgeregt aus. Amy! Es hat ein bisschen gedauert, dich zu finden. Magst du es, nach hier hinten zu gehen? Oh, guck mal, das ist ein normales Lachen. Ich mag einfach die Ruhe. Ich erzähle ihr nicht, dass dieser Platz mein einziger Rückzugsort von meinen lauten Klassenkameraden ist, inklusive ihr. Wie auch immer, ich bin hier, weil ich dir etwas wirklich Besonderes erzählen muss. Wirklich besonders? Jap. Ziemlich besonders. Tetsuya ist jetzt mein Freund. Charlotte umarmt mich. Ich kann ihre Glücklichkeit spüren. Sie strahlt sie aus. Und ich freue mich so für sie. Das ist großartig. Du musst sehr glücklich sein.
Ja, bin ich. Es ist wegen dir, Amy. Deswegen bin ich hier, um dir aufrichtig zu danken. Wegen mir? Warum? Wenn du den Liebesbrief nicht geschrieben hättest, hätte ich nicht seine Aufmerksamkeit gewonnen. Ich glaube, der Liebesbrief, den du geschrieben hast, ist magisch. Er enthält einen supertonischen, hypertonischen Zauber. Ey, das kam doch auch in Witchspell vor, ne? Supertonisch-hypersonischen, aber ich glaube, das war hypertonisch oder so, ne? Na, keine Ahnung. Zauber, der Liebe anzieht. Hast du ihm vielleicht einen Muffin gegeben? Oder Himbeersirup? Insider. Ich glaube nicht, dass es so ist. Aber der Liebesbrief hat tatsächlich funktioniert. Wie ein Wunder. Ich glaube, Charlotte zitiert einen Dialog von einem früheren visuellen Novel. Ah, wie geil. Warte mal. Ach so, ich hätte gerade überlegt, wie der Charakter in Witchspiel nochmal aussah, aber sah nicht aus wie Charlotte. Tetsuya hat mir gesagt, dass der Brief so süß ist. Er findet, dass ich ein wirklich süßes Mädchen bin. Naja, das ist alles, was ich sagen wollte. Ich muss nämlich jetzt zu unserem Treffen im Schülerangelegenheitenbüro. Schon wieder dieses Schülerangelegenheitenbüro. Ich bin nur vorbeigekommen, um dir zu danken. Gern, geschehen. Danach geht Charlotte. Puh. Also hat sie jetzt einen Freund wegen mir? Das ist großartig. Ich bin diejenige, durch die es zustande gekommen ist. Ich bin Teil ihrer Liebesgeschichte. Nachdem ich mein Mittagessen gegessen habe ich immer noch ein wenig Zeit, um etwas zu tun, während ich auf die nächste Stunde warte. Ich schaue auf meine Uhr. Mittagspause ist vorbei. Also laufe ich doppelt so schnell zu meinem Klassenzimmer. Während ich durch den Flur laufe, sehe ich Kohai. Kohai läuft auch im Flur und wir laufen aufeinander zu. Gerade scheint er wie ein starker Magnet zu wirken, der mich anzieht, ihn anzuschauen. Aber zur gleichen Zeit warnt mich mein Gehirn, ihn nicht anzustarren. Ich darf nicht starren. Nicht anstarren, Amy. Nicht anstarren. Aber ich kann nicht widerstehen. Aber was für eine Überraschung. Er schaut mich auch an. Wow, was für ein Zufall. Trotzdem bin ich so schüchtern wie immer. Also versuche ich weiterzulaufen. Aber Miss, du meine Güte, er ruft mich. Ich darf ihn nicht anschauen. Ich ignoriere sein Rufen besser. Ich laufe weiter, als hätte ich nichts gehört. Hey, nur eine Minute. Ich darf mich nicht umdrehen. Ich sollte schneller laufen. Aber ich glaube, Kohei folgt mir. Hey! Er beschleunigt seinen Gang, um mich einzuholen. Hallo. Ja, hat eine ganz gute Statur, wenn er so vor einem steht, oder? Nein, ja, ich meine, nö, ich bin nicht beschäftigt. Wir könnten jetzt reden. Oh Gott, super, blamier dich direkt. Meine Stimme zittert. Was willst du? Nicht viel. Du bist das Mädchen, die den Brief ins Schließfach von meinem Kumpel gelegt hat, richtig? Du erinnerst dich noch daran? Du meine Güte, ich kann spüren, wie mein Charme hervortritt. Natürlich erinnere ich mich. Aber du bist nicht Charlotte, richtig? Charlotte ist nur meine Freundin. Sie hat mich nur gebeten, den Brief zu versenden. Oh, ich verstehe. Du bist eine Briefträgerin? Nein, nicht wirklich. Ich wurde mehr gezwungen, es zu tun. Gezwungen? Oh, nein, ich meine, ich habe es freiwillig getan. Oh, ich verstehe. Was willst du von mir? Nichts. Ich bin nur so glücklich für meinen Freund. Ja, ich bin auch sehr glücklich, dass beide unserer Freunde jetzt eine Liebesgeschichte beginnen. Ja. Ich bin Kohai Ishida aus Klasse 4B. Natürlich kenne ich seinen Namen schon, sogar mit geschlossenen Augen. Aber ich tue so, als würde ich ihn nicht kennen. Oh, nett, dich wiederzusehen, Ko. Wie war das nochmal? Ja, direkt auf unnahbar tun, ist klar. Kohai. Oh, Kohai. Hallo. Ich bin Amy aus Klasse 3B. Ach, auch schön, dich kennenzulernen, Amy. Ich würde gerne länger mit dir reden,
Aber unser Unterricht fängt gleich an. Ja, ich gehe besser auch. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Kohei geht weg und lässt mich sprachlos im Gang zurück. Entschuldigung, mir rutscht gerade immer der Ohrstöcker aus dem Ohr raus, ey. Ach, ungemütlich gerade. Was geht hier vor? Er hat nach meinem Namen gefragt. Uah! Er hat nach meinem Namen gefragt. Wir hatten schon eine Unterhaltung. Ich fühle mich, als wäre ich im Himmel. Wolltest du dich nicht eigentlich damit zurechtfinden, nur ihn zu stalken? Auf einmal wird's mehr, nicht wahr? Hoch, hoch, hoch im Himmel. Ich wollte jetzt nicht ewig so weiterlachen. Wir haben schon persönlich geredet. Wir sind uns jetzt näher. An diesem Nachmittag bin ich aufgeregt nach Hause zu gehen. Weil ich aufgeregt bin zu schlafen. Weil ich aufgeregt bin, am Morgen aufzuwachen. Weil ich aufgeregt bin, am Morgen zur Schule zu gehen. Weil Kohei und ich uns wieder treffen könnten. Ja. Ich bin zu Hause und überprüfe meine Profilneuigkeiten auf FaceNote. Und ein Wunder ist passiert. Ein Wunder direkt vor meinen Augen. Eine neue Anfrage. Kohei Ishida. Okay. Kohei hat mir eine Freundschaftsanfrage gesendet. Er hat den ersten Schritt gemacht. Das macht mich wirklich nervös. Das macht mir wirklich nervös, stand da, oder? Ich kann das nicht glauben. Mir und mich verwechsel ich nicht. Das kommt bei mich nicht vor. Er hat mir eine Freundschaftsanfrage gesendet. Es scheint so irreal zu sein. Und doch ist es real. Wir kommen uns jetzt näher. Und jetzt, wo er bereits meinen Namen kennt... Ich akzeptiere seine Freundschaftsanfrage. Ja, ist ja klar, ne? Und nun ist alles, was ich tun kann, auf meinem Laptop-Bildschirm zu starren. Mit einem großen Lächeln. Ja, das ist schon ein echt großes Lächeln. Ich werde heute früh schlafen gehen, damit ich morgen früh zur Schule gehen und ihn sehen kann. Ich bin im Bett, aber ich kann nicht schlafen. Ich kann nicht schlafen. Was ist nur los mit mir? Wenn ich nur die Zeit beschleunigen könnte, würde ich es tun. Oh Zeit, bitte vergeh schneller. Ich überprüfe die Uhr. Es ist schon Mitternacht, aber ich kann immer noch nicht schlafen. Alles, woran ich denke, ist Kohei. Und ich bin so glücklich. Aber was ist der Grund für diese Euphorie? Habe ich einen Grund, mich so zu fühlen? Aber ich kann nicht anders. Ich muss ihn morgen einfach sehen. Aber gerade ist alles, was ich tun will, an die Decke zu starren. Und lächeln. Am nächsten Tag. Ich bin nicht sicher, wie ich gestern schlafen konnte. Aber ich fühle mich lebendig an diesem Morgen und bin aufgeregt, in die Schule zu gehen. Okay, und ja, hier machen wir wieder einen Cut. Ich nehme jetzt gerade alles ein Stück auf und ich habe das Gefühl, ich mache noch Laber-Laber-Laber-Cut. Laber-Laber-Laber-Cut. Mein Mund, Alter, fusselig. Naja. Dann drück mir die Daumen und... Ja, sag mir doch mal, wie findest du das Spiel? Ich find's gut. Also bisher war noch keine einzige Entscheidung, ne? Aber es kommen noch ein paar. Also, ja, in diesen Spielen gibt's immer nicht so viele, aber das... Ja, ich bin jetzt da nicht so eine Meckertante oder so, ne? Ja. Bis zum nächsten Part. Tschüss!